Wir zeigen jetzt die Übung für Halswirbelsäule und Schultergürtel. Erstmal ganz tief durchatmen, in den Sitz hineingleiten und freilassen. Wenn du spürst, dass du wirklich löst in den Körper, kannst du anfangen, ruhig deinen Kopf zu drehen. Das ist eine Rotation um den Längsachse. Wir drehen nicht weiter, als wir eine angenehme Dehnungsgefühl wahrnehmen können. In diese Stellung tief durchatmen und in die Schultern freigeben und locker lassen. Ruhig nach vorne drehen und dann zu der anderen Seite. Gerne mit den Ausatmungen arbeiten und gleichzeitig daran denken, dass wir die Zähne freilassen, dass die Zunge weich ist in den Mundraum drin. Wir lösen und atmen gut durch und geben nach in die Dehnungsbereiche und in den Halsinnenraum und dann wieder ruhig nach vorne drehen. Führ jetzt die Übung in deinen eigenen Rhythmus durch. Einatmen und bei den Ausatmungen drehen. Löse die Schultern und gib nach an die Halswirbelsäule. Entspann in Mundraum, Rachenraum und Halsraum und oben bei die Ohren. Ganz ruhige, wohltuende Wechseln durchführen. Wir gehen nie weiter in diese Übung, als wir eine sanfte Dehnung spüren. Wir bleiben dann in der Stellung und warten ab, dass das Dehnungsgefühl verschwunden ist, weil wir ganz bewusst den Verlängerung in den Muskulatur erlaubt hat. Und dann drehen wir ruhig nach vorne. Wenn wir so rechts und links gleich oft gearbeitet hat, lassen wir den Kopf nach vorne gleiten. Wir lösen an den Hinterkopf, wir atmen tief durch und spüren die Dehnung bis zwischen die Schulterblättern. Locker die Schultern und lass sie runterfallen. Denk aus die Schulterblattecken nach oben über den Halswirbelsäule bis zu den Hinterkopf. Und dann langsam die Halswirbelsäule wieder aufbauen in eine weiche, gleitende Bewegung. Diese kleine Übung soll man gerne mehrmals am Tag durchführen, wenn man Schulterverspannung oder Nackenverspannung haben. Und das ist lieber, das ist besser, dass wir das verteilt über den Tag durchführen, statt 1000 Mal am Morgen zu machen. Durchatmen, nachgeben und dann richtig freischalten zwischen die Schulterblättern und oben beim Halswirbelsäule. Und dann ganz langsam wieder aufbauen. Eine ruhige, wohltuende Bewegung gestalten.